Das ist die Geschichte von Sascha und Anna, die sich in Berlin eine Wohnung teilen. Ihre Nachbarn sind Nick und Sam aus Amerika. Sascha arbeitet bei Kanal 9 und Sam arbeitet auch dort. Anna will viele Tiere retten und Nick, naja, Nick ist einfach Nick. Also, bleibt dran. Hier ist die nächste Folge von Extra. Da. Ich bin's, Anna. Das hier ist Ziggy. Sam da? Sam hat heute Nachtschicht. Dann musst du mir helfen. Ich? Hier, das sind meine Babys. Pass gut auf sie auf. Hm? Ja, klar. Schlaf gut, Nick. Komm, Ziggy, was ist los? Ja, um 3 Uhr. Sag den anderen Bescheid. Tschüss. Hallo, Sebastian. Hier ist Anna. Wir demonstrieren heute um 3. Bis später. Tiere sind auch nur Menschen? Anna, Tiere sind Tiere? Ja, aber Tiere sind doch wie Menschen. Wirklich, Anna? Schau dir diese Wohnung an. Chaos! Heute ist ein sehr wichtiger Tag für mich. Tut mir leid, Sascha. Ich muss wirklich wichtige Entscheidungen treffen. Sorry. Zum Beispiel... Welches Outfit? Was denkst du? Na ja, die sind beide schön. Ich habe heute Morgen so viel zu tun. David Beckham. Michael Schumacher. Madonna. Was denn? Triffst du sie? Nein, ich lese alles über sie. Ach so... Und dann mein Mittagessen. Rate mal, mit wem? Ja, ich weiß. Ja, richtig. Du hast es geraten. Mit Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio und du ganz alleine? Na ja, fast. Da werden außer mir noch 45 andere Journalisten sein. Aber Leo und ich... Du und 45 andere Journalisten. Ach so. Jedenfalls sind diese Tierversuche für Kosmetik einfach unmöglich. Ah, Sam, gut, dass du da bist. Jetzt kannst du mir helfen. Hallo, Sam. Wie war deine Nachtschicht? Ja, cool. Aber die schlechte Nachricht ist, dass Barbarella will, dass ich sofort zurückkomme. Warum? Weil wir heute über eine große Story berichten. Oh. Also, Sam, welches Outfit gefällt dir am besten? Das hier. Bist du sicher? Ja. Oder das andere? Aber zuerst hast du das hier gesagt. Ich weiß. Sascha, ich gehe jetzt zu Kanal 9. Kommst du mit? Ja, Sam. Und auf dem Weg erzähle ich dir alles über mich und Leonardo DiCaprio.
die Meerschweinchen. Blake? Mom, I'm exhausted. I had to work all night and now I must work all day. Yeah, ha ha ha. That is show business, right? Ich treffe mich heute mit Leonardo DiCaprio zum Mittagessen. Mit Leonardo DiCaprio. Wahnsinn! Anna und ihre Hippie-Freunde wollen heute demonstrieren. Vor einer Kosmetikfabrik. Puh. Tiere sind auch nur Menschen? Versteht sie denn nicht, was heute für ein wichtiger Tag für mich ist? Sorry. Endlich. Okay. Du gehst jetzt sofort zur Kosmetikfabrik Garrier. Warum? Weil dort diese Hippies demonstrieren. Warum? Weil sie denken, dass Herr Garrier Tierversuche mit Meerschweinchen macht. Für Kosmetik. So ein Quatsch. Meerschweinchen? Du weißt, was Meerschweinchen sind? Alright, guinea pigs. How sweet. Und diese Hippies haben seinen Meerschweinchen gestohlen. Oh. Der arme Herr Garrier liebt seine kleinen Meerschweinchen. Er will sie unbedingt zurückhaben. Das hat er mir gestern Abend beim Essen erzählt. Wer ist Herr Garrier? Ihm gehört Kanal 9. Oh. Und Herr Garrier hasst diese Hippies. Na los, geh schon. Ihre Köpfe müssen rollen. Okay, Barbarella. Barbarella? Ja, Sascha? Hast du noch mehr Arbeit für mich? Ich habe einen sehr wichtigen Job für dich. Geh, hol mir einen Kaffee. Schwarz und ohne Zucker. Sascha, ich bin ein verheirateter Mann. Ja? Was ist das? Blaue Meerschweinchen? Hier, das sind meine Babys. Pass gut auf sie auf. Ah. Anna. Meine Süßen. Zeit fürs Frühstück. Hm.
Nick, ganz wichtig, pass auf meine Babys auf, ich ruf dich an, Anna. Was denkt die denn? Natürlich passe ich gut auf euch auf. So, ich stelle mich erstmal vor. Ich heiße Nick. Hallo? Und wie heißt du? Kevin. Hey, hallo Kevin. Und wer ist das? Jana. Ah, Kevin, ist Jana deine Freundin? Hä? Hey, das ist nicht so lustig. Ich finde, du bist sehr hübsch, Jana. Sind das eure Freunde? 1, 2, 3. Wow, ihr seid ja 8. Ihr habt bestimmt Hunger, hm? Soll Onkel Nick euch ein leckeres Essen machen? Was? Die haben sich getrennt? Hm. Das war das Traumpaar von Hollywood. Wow. I'm sorry, Barbarella. Ich verstehe dich nicht. Ich habe gesagt, finde den Anführer. Den was? Den Anführer, den Koordinator. Da, da ist die Anführerin. Die mit den langen Ohren. Okay. Oh. Oh. Hi. Hallo. Das ist hier kein Kaffeeklatsch. Na los, stell ihr eine Frage. Wie wichtig ist diese Demonstration? Ja, diese Demonstration ist wichtig, weil diese Fabrik Tierversuche für Kosmetik macht. Und warum ist das schlecht? Weil es den armen Tieren wehtut. Das ist ja furchtbar. Die armen Tiere. Oh, die armen, süßen, kleinen. Das sind doch nur Meerschweinchen. Sam, denk daran, wer Garrier ist. Du willst doch deinen Job behalten. Oder nicht? Glaubst du, dass diese Demonstration den Tieren helfen wird? Oh ja! Diese Demonstration ist sehr wichtig. Wir müssen Herrn Garrier stoppen. Right, I see. Mensch! Was sind Sam und Anna? Diese Frau setzt Haarfarbe und Lippenstifte an den armen Tieren. Na los, sag's ihr. Wir brauchen Make-up. Und wo sind die 8 Meerschweinchen aus dem Labor? Ich wette, sie weiß es. Frag sie schon. Frag sie. Weißt du etwas über die gestohlenen Meerschweinchen? Ja. Die Meerschweinchen sind in Sicherheit. Ja, die Meerschweinchen sind in Sicherheit. Stimmt's, meine Süßen? Ich wette, sie hat die Meerschweinchen. Frag sie. Na los, frag sie. Hast du die Meerschweinchen? Lauter, du Idiot! Hast du die Meerschweinchen? Wir haben sie. Frag sie nochmal, nochmal! Hast du die Meerschweinchen? Warum tust du das, Sam? Du weißt doch, dass ich Tiere liebe. Anna, es tut mir leid. Das ist mein Job. Deinen Job kannst du behalten. Fantastisches Fernsehen. Hey, Anna, warte. Komm zurück. Drama, Leidenschaft, Gewalt. Das war Sam Scott für Kanal 9 live. Einfach wunderbar. Anna, Schlücke putzen. Ich kann das nicht mehr. Dad, can men ever be in the right? What? Mom says no? Hey Joe, gestern hat mir Anna einen Karton gegeben.
Ein Karton mit, rate mal, mit Meerschweinchen. Blaue Meerschweinchen? Wir haben vor der Fabrik von Garrier demonstriert. Und da habe ich Sam gesehen. Oh. Oh. Er hat einen Report für Kanal 9 gemacht. Zuerst dachte ich, super. Aber seine Interviewfragen waren so unfair. Wie konnte er das tun? Anna, es tut mir leid. Das ist mein Job. Deinen Job kannst du behalten. Ich habe Sam und Anna im Fernsehen gesehen. Wow. Das war total lustig. Anna war richtig sauer auf Sam, weil er immer wieder nach den Meerschweinchen gefragt hat. Tja, natürlich sind die Meerschweinchen bei mir in Sicherheit. Stimmt's, meine Süßen? Sascha DiCaprio. Frau Sascha DiCaprio. Leo und Sascha DiCaprio. Guten Tag, Frau DiCaprio. Ach, Sie können mich Sascha nennen. Ist Leonardo da? Ach, er ist mit unseren hübschen Kindern und den Hunden am Strand. Na, willst du mich nicht fragen, wie es war? Hey, was soll das? Willst du mich nicht fragen, wie es war? Wie was war? Na, mein Mittagessen mit Leonardo. Leonardo? Mit welchem Leonardo? Na, mit Leonardo DiCaprio. Ach so, Sascha, wie war dein Mittagessen mit Leonardo DiCaprio? Es war traumhaft. Schließ mal deine Augen. Na los! Mach die Augen zu! Na? Da, 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 da! Na, was sagst du jetzt? Na, sieht echt toll aus. Es war wirklich teuer. Aber das war es wert. Denn heute Abend gehe ich zu einer Premiere. Ich kann es kaum erwarten. Ich frage mich, ob Leonardo auch da sein wird? Oh, aber jetzt muss ich mich fertig machen. Heute Abend wird die kleine Sascha der Star sein. Da, 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 da. Hey, yeah. Anna, come on, ich kann dir das erklären. Bitte hör mir zu. Bitte, Schnucki Putzi, sag doch was. Hey Sam, cooles Interview. Sam, du warst total unfair. Du hast schreckliche Fragen gestellt. Die Fragen waren ziemlich schlecht. Anna. Das war ich gar nicht. Das war Barbarella. Nick, die Meerschweinchen, wo sind sie? Ich muss sie ins Tierheim bringen. Die Meerschweinchen? Ah, wir hatten eine mega coole Zeit. Nicht wahr, meine Süßen? Hallo. Die sind weg. Was heißt das, die sind weg? Die sind nicht mehr da. Und wo sind sie? Überall? I'll get it. Hello? Oh, hi, Barbarella. Yeah, Barbarella? Mm-hmm.
Barbarella? Ja, Barbarella. Nein, Barbarella. Tschüss, Barbarella. Ah. Das war Barbarella. Nein. Ja. Und nach dem, was heute passiert ist, hat sie gesagt... Sam, dein Job, sie hat dich gefeuert. Das ist meine Schuld, das tut mir leid. Sie findet das Interview total gut. Jetzt will sie, dass auch Kanal 9 gegen Tierversuche kämpft. Das neue Motto von Kanal 9 ist, Tiere sind auch nur Menschen. Sam, das ist ja fantastisch. Und was ist mit Herrn Garrier? Sie hat gesagt, mach dir wegen Herr Garrier keine Sorgen. Sam! Oh. Die Meerschweinchen, wir müssen sie suchen. Ja, und zwar sofort. Insgesamt 7. Ein Meerschweinchen fehlt immer noch. Das sitzt bestimmt in irgendeiner Ecke. Yeah, that's right. Und es lacht über uns. Hello? Yeah, okay. Danke sehr. Sascha? Ja? Dein Taxi ist da. Ich komme. Deine neue Freundin, Nick. Okay, Leute, ich fahre jetzt zur Premiere. Mit echten Schauspielern. Da könntest du was lernen, Nick. Ups. Entschuldige. Ich habe leider keine Karte für dich. Aber ich erzähle dir alles später. Jedes Detail. Ciao. Ihr müsst nicht auf mich warten. Nächste Woche in Extra. Die vier machen Ferien in London, um die Queen zu besuchen. Sascha findet ihren Prinzen. Und Nick findet seine Prinzessin. Extra, das dürft ihr nicht verpassen. Wir möchten darauf hinweisen, dass während der Dreharbeiten zu Extra keine Tiere zu Schaden gekommen sind. Die Meerschweinchen leben jetzt bei einer netten Familie am Meer. In Warnemünde.